Willkommen zum Podcast Wahl, Veränderung und Aktion. Hier kannst du wählen, verändern und handeln, um ein anderes Heute und eine andere Zukunft zu kreieren. Das sind meine Geschichten über Wahlen, Veränderungen und Aktionen zusammen mit den phänomenalen Gästen, die ich hier empfangen darf. Schon von klein auf wollte ich die Welt verändern. Der Planet war für mich eine ständige Inspiration. Access Consciousness hat mir die Werkzeuge gezeigt, mit denen ich weiß, dass alles möglich ist und ich wähle weiter. Was wirst du wählen? Hallo alle, bitte einen guten Morgen von Australien, kalten, regnerischen Australien zu. Komm zum Wahlveränderungs-Action-Postercast. Ihr seid hier mit dem Gastgeber Simone Bill. Es ist wirklich 38 Grad in Holland. Okay, wie tust du deinen Nachnamen mit dem Aussprechen Raghuraman? Kalpala. Okay, Kalpala. Es ist so, Ladies und Gentlemen, wenn du uns zuhörst, dann kannst du auch auf YouTube gehen und du kannst uns sehen. Und du siehst die wunderbare Kalpana in dem aufgeheizten Holland. Und im kalten, regnerischen Australien. Heute Morgen tust du. Okay, aber mit dem Kamin, der in einer Minute den Haus erwärmt. Wir haben ein paar Mal schon Podcasts zusammen gemacht. Ein paar Gespräche kamen zum Access Consciousness Facilitatoren-Training hoch mit Gary Douglas und Karl Panner. Und da dachte ich mir, oh, das ist ein cooler Podcast. Und wir unterschiedliche Dinge zeigen sich im Leben. Und ich bin so dankbar. Eins der Dinge, die wir vorher besprochen hatten, bevor wir anfingen. Wir schauten, welche Wahlen du hast im Leben, was verfügbar ist. Eins der Dinge, die Gary angesprochen hatte mit Kalpana, der Unterschied zwischen Wahl und Kreation, Tun und Einrichtung. Und kannst du darüber sprechen, das Gewahrsein, was du darüber hast? Ganz viele von uns denken, dass wir viel kreieren, Projekte, Karrieren, Pläne und was auch immer Kreation sind. Und er hatte mir gezeigt, das ist einfach das Ergebnis einer Wahl. Die Kreation ist nicht, was passiert. Das ist eine Wahl, die du triffst. Also ich sagte zu ihm, ich kreiere ganz viel. Nein, du wählst ganz viel. Und die Energie, du wählst ganz viel, wirklich hat etwas in meiner Welt verändert, weil tatsächlich zeigt dir, dass du ermächtigt bist. Und das hat das für mich gemacht. Ich wähle viel. Das ist eine komplett andere Energie, statt viel zu kreieren, mit Kreieren hat viel mit zu tun. Eine komplett andere Energie. Und was er gesagt hatte, und das ist Wahl kreiert. Du nimmst eine Wahl und kreierst etwas. Aber wenn du sagst, so, ich kreiere ganz viel, was ich realisiert habe, ich schaute mir das Endergebnis an. Und dass ich tatsächlich die Tatsache ignoriert habe, wenn du realisierst und anerkennst, ich habe das gewählt, etwas Großartiges zeigt sich und hat einfach den Raum für mich eröffnet, das Gewahrsein, ich werde viel. Und das ist wirklich mich ermächtigt, ich kann keine anderen Wörter dazu finden. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ich liebe es. Tatsächlich ist das aufgeregt, was wirklich Gary verrückt macht, wenn die Leute sagen, ich kreiere, ich habe das und das kreiert, was können wir noch kreieren? Wir haben so viel kreiert, wir haben das kreiert. Nein, du hast nicht kreiert, du hast gewählt, einfach das ein bisschen runterzubrechen. Was ist tatsächlich, was einfach der Leute, die sagen, ich kreiere. Oder was können wir kreieren? Guck, was wir heute dieses Jahr kreiert haben. Und sich das anzuschauen. Nein, du wählst, und wir sprachen mit Access Consciousness. Wenn du wählst, in der Frage auch. Also stell eine Frage und wähle. Und du hast diese Möglichkeiten, die sich zeigen, aus deiner Fragen und Wahlen, Millionen an Möglichkeiten. Es heißt nicht, dass du sie alle wählen musst, aber wirklich wähle sie nicht. Aber wenn so viele Leute sagen, aber wähl ist unendlich, dass du hast du unendlichen Wahlen verfügbar. Und wenn du sagst, okay, ich wähle das, aber all die anderen Möglichkeiten sitzen immer da. Ich möchte das beschreiben als
You know, think of all the billions Die of stars alle in the Billionen an galaxy. Sternen und alle Sternen sind diese Don't Möglichkeiten. kill the future Töte nicht die by trying Zukunft, to in den du hide reingehst. Ich habe das gewählt oder ich kreiere das und das ist es. Und du schaust nach dem Ergebnis, worüber du gesprochen hast. Du hast all diese Möglichkeiten immer. Wenn du morgens aufwachst und du sagst, wow, welche Möglichkeiten sind hier heute verfügbar? Wie viele Wahlen kann ich heute treffen? Und einfach nur für mich einfach zu wählen. Ich kann Freude wählen, Leichtigkeit. Okay, ich wähle nicht. Ich möchte nicht über das Ding. Es muss nicht diese Energie sein. Es kann auch ein energetisch, was dir auch beitragen kann. So, sprich über dieses Einrichten und Tun-Ding und den Unterschied davon, wie wir auch gesprochen haben. Universum, er zeigte mir, wir was tun, wir tun dieses und jenes. Also einfach etwas Dinge einzurichten, wirklich die Dinge in die Existenz zu bringen, das ist eine komplett andere Energie, dann das Tun. Wir können das tun, ja, aber wir arbeiten viel und das ganze Zeug, aber sobald du ablehnst und du tust etwas, dann nimmst du die Leichtigkeit weg, die du haben kannst, wenn du etwas damit in die Welt bringen möchtest. Und so und das nochmal, wo du es schwieriger machst, als du sein müsstest. Oh, ich sehe viel. Es hat dieses Beweis, guck mal, was ich alles tue. Aber wenn du sagst, ich wähle ganz viel, da ist ein Raum und dann einfach eine Entspannung da drin. Oh ja, die Entspannung. Also wenn du sprichst über das Gewahrsein, was ich darüber auch hatte, der Unterschied zwischen dieser Realität und was du, wie du aus handelst und deine Realität und was du einfach gewählt hast. Ich weiß, aufgewachsen in Australien, es war ein gutes Ding, eine To-Do-Liste zu machen. Also wenn du das als ganze To-Do-Liste und das Ganze abhakst und für mich eine To-Do-Liste, ich hatte diese To-Do-Liste und ich war so, okay, das ist eine große Liste und am nächsten Tag und die nächste Woche dachte ich, okay, also ich muss das meine To-Do-Liste hinzufügen. Das war ganz viel mit dem Tun. Ich da, ich möchte, man sagt nicht, dass ich es nicht mehr mache, aber ich habe was anders jetzt, wenn ich zum Beispiel am Strand entlang gehe oder am Flugzeug, ganz oft im Flugzeug, habe ich einen Download von unterschiedlichen Informationen, weil ich nicht die Leute um mich herum, sondern diesen Raum habe. Wenn ich diesen Raum habe und dann habe ich diese Notizen auf meinem Telefon, sind einfach diese Ideen, das, das, das und das. Und es hilft mir, es aus meinem Kopf rauszunehmen. Ansonsten klingelt es die ganze Zeit im Kopf. Ich kann sein, dass ich auch niemals mehr diese Notiz mehr anschaue. Es ist einfach für mich bewegt. Und was ich mir anschaue, auch in der Art, wie du wählst und Fragen stellst, wählst Möglichkeiten und wie alles sich zeigt und schau einfach, wie das für dich funktioniert. Du musst es nicht machen, wie jeder andere es machen sollte in dieser Realität. Es hat so viel verändert, was immer machen muss von 9 zu 5, von Montag bis Freitag. Also du bist eine sehr kreative Person und du hast ganz viele Dinge am Laufen lassen und Business. Du bist Access Consciousness Facilitatorin. Wie viele Spezialkurse facilitierst du? Business Dandelion, 3-Tages-Körperkurs, Talk to the Entities. Und jetzt habe ich meinen eigenen Spezialkurs über Bewegung, über Gewicht und ganz viel Zeug. Und dann hast du auch ein Tanzunternehmen. Ich bin Choreografin und künstlicher Direktor, das Vision und wir kreieren auch die Arbeit. Also jetzt mache ich auch darüber ein Stück über wahres Leben, ja. Ja, da ist ganz viele Dinge, die da passieren. Also mit dem Gespräch mit Gary, was hat sich für dich verändert? Das ist eines der Dinge, die ich realisiert habe, dass ich irgendwo
in dich nicht die Tatsache anerkannt, dass ich einrichte, statt zu wählen, machte ich die Dinge schwieriger, als ich machen müsste. Und als er mir dann gesagt hatte, du kreierst, indem du wählst, und du richtest dann ein, und das Tun ist nicht das Ding, was jeder denkt, was es ist, dass du tatsächlich anerkennst und dann wirklich noch mehr in die Welt bringen kannst. Wenn du das realisierst, da ist so viel noch mehr möglich. Es hat wirklich einen Raum eröffnet für mich. Und ich habe mir dieses Gespräch ein paar Mal angehört, weil auch immer so ein energetisch, was drüber kommt in diesem Gespräch, was Größte war, die Wahl und das Einrichten und die ganze Energie von Tun, das hat sich verändert. Und eins der Dinge, was ich mit der To-Do-Liste, ich liebe Listen, ich mag Notizbuch, ich mache Bücher und ich mag zu zeichnen, die To-Do-Liste, keine To-Do-Liste. Das ist, was sich verändert hatte. Und die Dinge, die meinem Universum gepinkt haben. Und wie das ist, Simon, das ist nicht alles für heute, aber es hat so laut gepinkt und wirklich bereit die Energie und ist jetzt an. Und lass uns das jetzt machen. Und das ist die Leichtigkeit und das Nicht-Tun, weil ich es einrichten, was sich dann noch mehr zeigt. Ja. Lass uns über das Energetische davon sprechen, weil du hast so recht. Und wenn du wirklich mit Kalpala zuhörst, was macht sie? Ist das Richtige? Nein, es geht nicht darum. Also jetzt, jedes, was du entschieden hast, wie du tust und sein musst im Leben und Arbeit, willst du das bitte zerstören? Okay, mein Gott, Sion, bad, drunk, good, bad, pot, pok, oh, nein, trust, boys, provets, and beyonds. Und das ist, wenn du mir Podcast zuhörst, weißt du, dass es das Access Consciousness Clearing Statement ist und du kannst mehr herausfinden über das clearingstatement.com und wirklich. Hatten wir ein tolles Video mit Dr. Dane hier und es geht um die Energetik und lass uns sprechen über alles, worüber wir sprechen jetzt, hat eine Energie, wo du tatsächlich dein Leben, deine Realität wählst, wie es für dich funktioniert. Ich liebe es, dass du sagst, du hast diese Notizbücher und du schreibst und zeichnest einfach Dinge rein, was für dich funktioniert. Ich habe unterschiedliche Wege, Dinge aufzuschreiben oder die Dinge zu tun, was für mich funktioniert. Und meine Assistentin sagt, kannst du mich anpingen, wenn etwas erledigt ist, was wir realisiert haben, anstatt, wie soll ich beschreiben, ansonsten ist es in meinem Kopf. Aber wenn ich sage, das ist bezahlt und das ist erledigt und dann ist es rum. Und dann geht's weg. Ansonsten bleibt es da. Ich weiß nicht, das so bin ich einfach. Ich möchte einfach mehr Raum. Das ist so, wie ich Zeug eliminieren kann. Okay, da ist mehr Raum. Was ist hier sonst noch möglich? Und für mich mit der Energetik ist, wie wir beschreiben, all diese Möglichkeiten mit jedem einzelnen Star, werde enorm. Also für mich, du hast deinen Körper hier, aber du als Wesen, du bist überall. Und wenn du nicht weißt, worüber ich spreche, wenn du kannst, schließ dir auch, wenn du fährst, mach das nicht, sondern geh über die Stadt und über das Land hinaus, wo du bist. Und Kalpana, Holland, du bist. Du suchst mich auf Australien und gehst noch darüber hinaus. Und wo noch möchtest du gehen? Macht jemand einen Kurs? In Island? Okay, ich möchte jetzt nach Island gehen. Also geh weiter raus. Also umfasse den ganzen Planeten. Und aus diesem Raum, wenn du das groß bist und das ist, wo du wählst und wählst und wählst, und du lädst die komplette Welt und Universum ein, dir zu jeder einzelnen Wahl zu beizutragen. Alles, was das ist, oh, ich kann das nicht machen. Ich habe dieses kleine, limitierte Leben. Willst du es bitte zerstören und kreieren und etwas Größeres einzuladen, zu spielen? Willst du es bitte zerstören und kreieren? White one, good, bad, pop, pop, oh, natural, sports, ball, wetzel, beyond. Okay. Mach weiter. Ich wollte dich fragen, was ist die energetisch? Wie würdest du das beschreiben? Weil wir so viele Werkzeuge haben, als der Dinge aus diesem Gespräch und auch wenn du sprichst, mit der Entspannung, sobald ich klar
Freiheit hatte, dass es nicht tun, dass es einrichten und die Leichtigkeit, ich habe viel Leichtigkeit. Ich bin wirklich in der Leichtigkeit. Wenn es keine Leichtigkeit ist, dann sage ich mir, es muss was verändern, wenn du es anschaust. Es sieht immer aus, ich tue viel, ich bin zu Hause, ich habe Tanzunternehmen, ich habe Calls, ich habe Zooms und Reisen und alles. Aber wenn du es tun musst, dann ist es harte Arbeit und ermüdend. Und wenn du es eine Anerkennung von der Wahl und Einrichtung, dann ist es nicht, und das ist wirklich, macht es anders. Also, dass wir tatsächlich fähig sind, noch gezielten Möglichkeiten, die auch noch möglich sind, wenn du dir Energie erlaubst, beizutragen, und du bist keine Maschine. Wir sind so programmiert, wir verschiedene zu funktionieren, sei effizient. Und wir machen es und erledige es. Und wenn du der Energie folgst, dann tust du die Dinge, die dich rufen und nicht aus der Logik. Und das ist wirklich, wo du kreierst und wählst und die Dinge in die Welt bringst. Und danke schön, es hat mir wirklich geholfen. Ich habe wirklich eine sehr interessante Zeit, die letzten 3 Tage. Und gestern sagte ich zu Gary, es war dieses Ding, es funktioniert irgendwie nicht. Und das ist für mich wirklich ein ganz schräger Ort, wo ich bin. Ich hatte dieses Buch Freude ein bisschen. Ich mag jedes Business, was ich gemacht habe, wie du, diese Leichtigkeit. Ich liebe Leichtigkeit, aber die letzten 3 Tage, alles, was ich machte, war ein Podcast, Media und das Ganze. Ich hatte dieses Gefühl, dass ich irgendwie zur Arbeit muss und so was bedeutet. Das heißt, wie ich das nicht machen möchte. Und er sagte zu mir, wie viele von Leute in der Welt möchten arbeiten in diesem Moment? Also was wir jetzt auch verstehen. Und ich weiß auch, dass mein Gewahrsein sich so weit gewachsen ist. Und wenn du meinem Podcast zuhörst, dann fragst du wahrscheinlich nach mehr Gewahrsein auch und was ich mir auch gestern angeschaut hatte. Und da habe ich dich auch angesprochen vor dem Podcast. Wie viele Leute in der Welt möchten nicht zur Arbeit gehen jetzt? Und die Welt verändert sich so sehr und da, verdammt, wir leben da drin und wir leben da drin, da wo wir sind und wir leben es auch durch die Social Medien. Ich weiß nicht, ob die uns immer einen Gefallen tun. Also, aber es hat einfach ganz viele diese Projektionen und ganz viele Bewertungen und diese Trennungen auch. Also, was dann um der Welt herum passiert. Wir sprachen auch, wie viele Leute, Unternehmen und Business, wir wissen, die Fluglinien und wie du sagst, was die Techniker, Ingenieure, sind alle weg. Ja. Und habe diesen Uber-Driver letztens gesprochen. Er sagt, sein Job, während Covid bin ich einfach gegangen. Und jetzt habe ich ein leichteres Leben. Mache ich Uber fahren und was anderes. Ich frage mich, wenn du dem zuhörst, was ist es, was du gerne wählen möchtest? Was möchtest du als dein Leben kreieren? Wähle und kreiere es als dein Leben. Weil es geht nicht darum, was ist das Wenigste, was ich machen kann. Was ist, was du gerne, wie es ausschauen sollte? Und Gary hat mir 2 Fragen gegeben. Was macht dich glücklich? Und was würdest du wählen? Und ich muss mir den Telefon anschauen. Du hast diese 2 simplen Fragen. Okay, ich muss mir das anschauen. Was hast du gerade gesagt? Also, was macht dich glücklich und was möchte ich gerne wählen? Und ich habe realisiert, wie viel ich aus der Forderung der anderen zu handeln und versuchte, alle Bedürfnisse der Leute zu erfüllen, anstatt zu sagen, was funktioniert für mich. Und wir erlauben uns nicht selbst in diesen Raum, okay, was funktioniert für mich? Und wenn ich wähle für mich, okay, mein Gott, wie viele Dinge hast du, dass dir Dinge erledigt sind? Es ist kein Tun, es ist ein Wählen. Es ist ein Spaß, es ist freudvoll, es ist Wählen und es hat diese Leichtigkeit, die damit kommt und bum, bum, bum. Wir sprachen auch über diese Listen. Eins, von dem ich wirklich heraushandle, braucht es meine Energie heute? Auf jeden Fall. Was es nicht logisch macht, wo braucht es meine Energie? Projekte oder für Kurse oder und das Ding, was morgen ist.
dass sie wirklich erlauben, diesem Unlogischen und nicht strukturelle sich zu zeigen. Wie der Typ, der sagte, okay, ich gehe jetzt und kündige und bin jetzt ein Uber-Fahrer. Es ist einfach ein neuer Ort, muss er sagen. Er war vorher ein IT-Typ. Er macht einfach kein IT mehr. Zu einer anderen Stadt gezogen und einfach, das funktioniert einfach, indem sie wählen, was sie vorher gemacht haben oder studiert haben. Nein, es ist wirklich cool. Ich glaube, dass du das gesagt hast. Wie viele von Leuten wünschen, etwas anderes zu wählen, aber sie erlauben sich nicht zu wählen, aber erlauben sich nicht, etwas anderes zu wählen, basierend. Das ist dein Job. Als wenn ich vor vielen, vielen Jahren gereist bin, vor 19, vor 3 Jahren kam ich zurück und meine Mutter sagt, jetzt musst du dich mal einrichten. Nein, das ist erst der Anfang. Ich habe gerade mal nur den Geschmack davon. Ich kann mich erinnern, meine Eltern sagten zu mir, du brauchst jetzt einen guten, sicheren Job, einen Job in der Bank. Und das war für mich, ich so. Und dass ich jetzt einen guten Job habe, ich so. Aber alles, was ich wählte, ging dagegen von dem, was mir beigebracht wurde, was ich wählen sollte. Also jetzt habe ich eine Freiheit. Was ist, wenn du einfach fragst, was möchtest du gerne als dein Leben kreieren? Was macht dich glücklich? Schreib einfach diese To-Do-Liste auf. Was macht dich glücklich? Was ist es, was für dich funktioniert? Und wie viel, dass das einfach eintaucht. Oh, ich habe so hart Abgabe. Ich bin so angestrengt. Du kannst dir immer erlauben, was zu wählen. Und das ist wirklich, wo ich mehr gewählt und je mehr ich gewählt habe und mehr ich Spaß gemacht habe, was mein Körper mag, desto mehr hatte ich auch eine andere Wahl. Aber wir denken, das ist das gestudiert oder dieses Programm, du machst das einmal, wenn du in Rente bist. Okay. Oder jetzt bist du so müde, gearbeitet, jetzt bekommst du eine Massage, weißt du. Gestern hatten wir in Australien super Spaß, was du weglegst für deine Rente. Das ist wie eine Steuerrate. Jetzt habe ich $25.000 im Jahr weg und jemand hat mir eine Nachricht hinterlassen, okay, kannst du mir sagen, warum du diesen Fonds hast? Du wirst niemals in Rente gehen. Was hast du davon? Es ist wie eine Bank. Also wenn ich 65 bin, dann sagt das Regierung kann sein Geld. Es ist halt einfach so wie so ein Bankkonto. Ich mag diese Tatsache. Es macht keinen Sinn. Du hast eine Rente, aber du wirst nicht in Rente gehen. Das ist nicht konkurrent. Dann nutzt es zu deinem Vorteil. Aber Kalpana, wenn du dieses Tanzunternehmen gegründet hast und du bist eine Idee auf zitternden Beinen losgelegt, war das ist süß. Ich habe so viele Fragen in den Freude am Business-Kurs. Ich so, ah. Es ist wirklich, es ist wunderschön zu sehen. Es ist wirklich auch hartnäckig zu sein. Du weißt, dass da etwas ist und du machst dann weiter. Ah, bin ich sicher? Ja, da ist etwas da. Und jetzt mein Unternehmen. Und wir haben so viele Projekte. Wir sind super beschäftigt, ist wunderbar und es ist auch diese Neugier gemischt mit Hartnäckigkeit. So. Und diese Energie, ich meine, schau dir diesen Podcast an, was für Dinge, die Kalpana angesprochen haben, diese energetische Kongruenz, was du nachfragen kannst, was möglich ist. Wirklich alles ist möglich, wenn ich mir dein Tanzunternehmen angeschaut habe und selbst. Wenn du, und das passt so zu der Energie, wo Gary auch gesprochen hat, du hast ganz viel gewählt, weil du immer weiter gewählt hast. Ich weiß, wenn wir gesprochen haben, das Ding in deiner Welt, wo du und du sagst, oh mein Gott,
Okay, das habe ich nicht verstanden. Und eins der Ratschläge, die du mir gegeben hast, ist, wie man alles auskreieren kann während Covid. Wir ein Jahr geschlossen, wir haben so viel kreiert, was wir auch nicht machen sollten. Es war wirklich mit diesem Werkzeug immer an der Klippe und außer der Box zu kreieren. Also was braucht es wirklich, das aktuelle System auszukreieren? Tolle Frage. Ich liebe es, dass du diese Fragen und Werkzeuge nutzt und einfach größer, größer und größer wählst und erlaubst, einfach noch mehr in deinem Leben zu zeigen. Und was ist hier sonst noch möglich? Das ist einfach nur der Anfang. Ja, wie du sagst, dieses 9 zu 5 Jobs und so viel Zeug, was sich verändert. Ja. Und all diese Werkzeuge. Es geht nicht darum zu sprechen, sondern wirklich zu implementieren und zu funktionieren, wenn du vergisst, okay, aber das, wir haben das und das und die Welt öffnet sich und das ist für mich wie eine Frucht, dieser Enthusiasmus, wenn du weitermachst und du hast so viele Dinge auch, Simone. Und dieser Enthusiasmus ist auch da. Und du bist so aufgeregt und du bist enthusiastisch. Es macht dich nicht müde. Und du hast kein Burnout oder sowas, sondern alles kommt, dieser Antreibstoff, der einfach eine andere Wahl kreiert. Und auch, wie ich dachte, die letzten paar Tage, wo ich sagte, es muss sich was verändern. Okay, das wird nicht funktionieren. Anstatt die Freude, die ich von allem habe, von dem, was ich wähle, jeden Kurse mit der Person, die ich spreche. Aber ich wusste, dass ich mir das anschauen sollte. Es ist nicht, dass ich das richtig machen wollte, dass du nicht jeden Morgen aufwachst. Das ist die richtige Wahl. Nein, es geht ums Wählen. Und ich mag Dr. Dan hier an einem Punkt. Er hatte mehr schlechte Wahlen getroffen, als was die meisten Leute gewählt haben. Und das ist brillant. Wähle, 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 wähle. Und bleib da. Wenn du dieses Gewahrsein dann machst, du hast immer, gehst du ups, auf die andere Seite. Ich kann mich erinnern, während Covid-Pandemie, ich reise nicht, aber ich wähle einfach mehr Entspannung. Ich passe auf meinen Körper. Viele sind darin reingegangen, aber ich habe wirklich gesehen, wenn du diese Tage hast, du kannst nichts machen. Wir kennen diese Tage. Oh mein Gott, ich muss das und das, war so schlecht. Ich bin nutzlos, wenn du tatsächlich in Widerstand ist. Und dann gibt es dem, was dein Körper dir gewahr ist, du. Dann zeigt sich was anders. Es öffnet wieder einen komplett neuen Ort. Wenn du dir sagst, ich muss jetzt das machen und richtig machen, dann wirklich zuzuhören und diese Fragen zu haben, es ist so anders. Ich möchte das einfach, dieses Gespräch hinzuzufügen, warum dieser Raum und all diese Sterne und die Energie und dann auch Raum zwischen den Sternen und du hast diesen Raum. Es ist wirklich, es gibt wirklich um dieses Raum. Ich konnte mir heute, ich hatte einen Podcast mit dir, und jemand kam rüber und wollte Körperarbeit. Ich habe mir eine Session gebucht und dann hatte ich Pilates. Und dann kam ich mit Freunden heute Nachmittag entspannt. Heute ist es das und es ist ein Mittwoch, es ist okay. Mache es nicht um diese Zeitlinie abhängig oder welcher Tag der Woche oder es ist Sonntag noch, Samstag nach oder du jetzt mal aufnimmst oder so, mache das, weil ich dieses Enthusiasmus habe von dem, was ich kreiere, was ich folge den Forderungen und der Energie und wähle, was gefordert ist. Es ist so viel mehr möglich. Und ich möchte auch noch eins ansprechen. So viele Leute sprechen über die Welt, dass sich verändert. Was ist es nicht? Was ist, wenn es tatsächlich nicht wegfällt, es einfach nur zusammenfällt? Und jetzt ist der Raum, den du wählen kannst, von einem viel größeren Bandbreite an Wahlen, die auf dich projiziert worden sind von allen Medien, von Regierungen, dass
Deine Bandbreite ist jetzt schmal. Was ist, wenn sagt, alles ist das Gegenteil von dem, was es sein scheint? Und das ist einfach massiv. Das ganze Universum an Möglichkeiten ist verfügbar. Was würdest du wählen? Ja. Yes. Ja. Ja. So, ist da irgendetwas? Wir haben ganz viele Dinge angesprochen, aber noch etwas, was du hinzufügen möchtest, was die Leute mitnehmen können, ein Werkzeug. Du musst es nicht richtig machen. Also, denn hier, Zitat, ich habe mehr schlechte Wahlen getroffen, als Leute überhaupt wählen. Mach einfach. Und wenn du lernst, so laufen, dann fällst du auch die ganze Zeit, dann hörst du ja auch nicht auf. So, du machst es. Es ist okay. Und vielen Dank. Ja. Und all dieses. Ja. Ja. Und es ist okay und ich liebe den Weg, wie du das beschrieben hast. Und dann die Kinder bewerten dich und es wird wirklich so schmerzhaft sein. Okay, das ist einfach so. Oh, ich liebe es. Genau. Also Kalpana, danke schön, dass du hier bist. Wo können die Leute dich finden? Du kannst mich finden auf kalpanakragurama.com mit meinen Kursen und Calls und du kannst die Website, da kannst du einfach alles sehen. Und wir haben ganz vielen Dingen, auch in den Show Notes und Access Consciousness kannst du sie auch finden. Ich denke, es ist immer interessant, wo die Leute dich finden können. Eine sagte, gib mir ihre Heimadresse. Okay, sie ist sehr bewegt, sie ist sehr oft unterwegs, also wird sie dort in der Hausadresse nicht finden. Damen und Herren, auch wenn du mehr über Access Consciousness herausfinden möchtest, dann geh auf die Website accessconsciousness.com. Wir haben tausende Practitioner und Facilitatoren rund um der Welt. Ich empfehle, wenn das Leben ein bisschen wird, lass deine Bars laufen. Wenn du nichts von den Bars kennst, dann finde heraus, es gibt Barskurse überall in der Welt. Und Barskurse, wo du einfach Bars zweimal bekommst und du gibst sie zweimal, und das ist das tolle Video. Und dann wird toll, du bist ein Praktischer, so dass du das auch als deine Wahl treffen kannst, dein Leben zu verändern. Es gibt unendliche Wahlen verfügbar, also versuche das nicht so begrenzen und frag einfach, also was einfach möglich ist. Dankeschön, dass du mir willkommen. Ich liebe dich, freue mich, dich zu treffen und deinen süßen Körper. Und Dankeschön, dass du da bist. Dankeschön. Bye. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann klicke bitte auf die Schaltfläche Folgen oder Abonnieren auf deiner bevorzugten Hörplattform, um über neue Folgen informiert zu werden. Wir lesen alle Rezensionen, also wenn es ein Thema gibt, über das du gerne etwas hören möchtest, lass es uns wissen. Wenn du mehr über die in den Podcast erwähnten Tools, Informationen und Kurse erfahren möchtest, besuche www.simonemillissas.com und folge mir auf Instagram @simonemillissas oder der Podcast hat seinen eigenen Link auf Instagram @choicechangeandaction. Vergiss nicht, dass du dir die Podcast-Infos herunterladen kannst. Und zu guter Letzt, viel Spaß heute!